Guten Tag aus Brüssel. Angesichts der jüngsten Entwicklungen der Corona-Pandemie gerät die gesamte offizielle Einschätzung des Virus ins Wanken. Wie die Zeitung Welt berichtet, hat sich die Regierung eben nicht, wie sie selbst immer bei Verkündung der unverhältnismäßigen Maßnahmen behauptet, auf die Wissenschaft verlassen. Das Innenministerium hat vielmehr von den Wissenschaftlern ein Modell erbeten, auf dessen Basis, ich zitiere, Maßnahmen präventiver und repressiver Natur geplant werden könnten. Man wollte also genau die Szenarien künstlich erzeugen, die man dann vermeintlich zähneknirschend verkündet und daraufhin ach so wichtige Maßnahmen verhängt hatte. Die betroffenen Institute sind hochkarätiger Natur. Das RKI, das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, das Institut der Deutschen Wirtschaft, die Stiftung Wissenschaft und Politik und mehrere Universitäten. Noch erschreckender als das Verhalten der Politik ist, dass die Forscher alle mitgemacht haben. Es wurden extreme Maßnahmen verhängt, die zu den tiefgreifendsten Eingriffen in die Grundrechte in der Geschichte der BRD geführt haben. Und das alles auf Basis von gewünschter und forcierter Panikmache. Nach nur 4 Tagen war das gewünschte Papier fertig, das vor 1 Million Toten warnte und die, ich zitiere, Urängste des Menschen an einem Erstickungstod qualvoll zu sterben wecken sollte. Auch die häufig zitierten Horrorszenarien, in denen Kinder Oma und Opa anstecken und diese daraufhin sterben, sind eine Folge dieses Papiers. Statt die Bürger zu informieren und Panik zu vermeiden, hat man absichtlich Panik verbreitet. Alleine im RKI war ein 210 Seiten umfassendes Papier Grundlage des an die Regierung gelieferten Schreckensszenarios, wovon das RKI nun 118 Seiten komplett schwärzte, darunter beispielsweise, ich zitiere, Unterlagen zur Projektion und empirischen Bestimmung bestimmter Parameter. Sie sehen schon, Fakten sollen von den Bürgern ferngehalten werden. Denn die reichen offensichtlich nicht als Begründung für derartige Maßnahmen aus. Noch schlimmer, die Medien haben das Spiel bereitwillig mitgespielt. Und die, die es wagten, sich dieser Panikmache zu widersetzen und die Gefahr auf Basis der vorhandenen Fakten einzuschätzen, also politisch in erster Linie die AfD, wurden als potenzielle Massenmörder und Superspreader diffamiert. Durch die massive Instrumentalisierung der Wissenschaft wurde und wird massiv Vertrauen verspielt. Jetzt sind die Medien gefordert, ihre beispiellose Regierungstreue zu hinterfragen und wieder die Rolle einzunehmen, die sie in einer funktionierenden Demokratie einnehmen müssten. Objektive, kritische Berichterstattung. Sogar der Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg hat die nächtliche Ausgangssperre aufgrund der fehlenden pandemischen Grundlagen hierfür ab Donnerstag aufgehoben. Wenn am Mittwoch die grundgesetzwidrige Runde von Merkel und dem Ministerpräsidenten als den Lockdown verlängern sollten, sich dabei auf die von ihnen gekaufte Wissenschaft berufen und den Medien abermals brav nicken, dann sollte es auch der Letzte gemerkt haben. Es geht um Politik, nicht um Wissenschaft oder Fakten. Es geht darum, die eklatante Fehleinschätzung der Politik weiterhin aufrechtzuerhalten, dass Corona eine Jahrhundertskatastrophe darstelle, aufgrund der Merkel und Co. das Land ruiniert und Millionen Existenzen zerstört haben. Hätten die Verantwortlichen einen restlichen Funken Anstand übrig, würden sie allesamt zurücktreten. Die Bundesregierung genauso wie die gekauften Wissenschaftler und von der Leyen in Brüssel. Alle haben kläglich versagt. Versagen ist erstmal nicht verwerflich, denn Fehler sind menschlich. Verwerflich ist es aber, immer weiter auf dem falschen Kurs zu verharren, um diese Fehler nicht öffentlich eingestehen zu müssen und dadurch ein ganzes Land in den Ruin zu führen. Frau Merkel, Frau von der Leyen, wenn Ihnen auch nur irgendetwas an Deutschland und der EU liegt, treten Sie endlich zurück.